Für uns steht halt ganz klar, dass Outsourcing rassistische und sexistische Hintergründe hat und wir halt dagegen kämpfen wollen. Ich bin Tino, ich bin Teil der Stadtteilinitiative Hände weg vom Wedding und wir unterstützen die Kampagne gegen Outsourcing und Befristung. Und das ist heute eine Aktion, die wir gemeinsam geplant haben, wo wir gemeinsam Solidarität mit den Beschäftigten der CFM zeigen und leisten wollen, die heute streiken. Und wir wollen einfach präsent sein. Wir wollen mit den Patienten, mit den Kollegen, mit den Besucherinnen im Krankenhaus zusammenkommen. Wollen sie informieren über die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen hier. Wollen sie informieren über den Kampf der Beschäftigten. Ja, und wollen einfach vor Ort sein und präsent sein und ansprechbar. Und gerade für uns als Stadtinitiative ist es nochmal wichtig, dass wir auch im Kiez, im Wedding präsent sind. Auch bei Arbeitskämpfen, nicht nur bei Kämpfen um Wohnraum, nicht nur bei Kämpfen um gegen Rassismus zum Beispiel, sondern auch eben mit den Lohnabhängigen Seite an Seite stehen. Ich bin Wolfgang, ich bin Soli-Unterstützer, wir hier, bin Ex-BWAGer und Ex-Busfahrer, bin jetzt im wohlverdienten Ruhestand. Und hier geht es darum, dass die Leute einen Tarifvertrag kriegen, nach Möglichkeit TVÖD. Im Vorfeld kämpfen sie darum um den sogenannten Stundenlohn, was berechtigt ist. Denn für 11 Euro Stundenlohn kann heute keiner mehr richtig leben. Die Mieten steigen, die Lebenshaltungskosten steigen. Und deswegen muss man sowas hier unterstützen. Und ich finde es Blödsinn von der Sache her, den Streik, der eigentlich bis heute geht oder gehen sollte, einschließlich Nachtschicht, den einfach auszusetzen. Ja. Ich bin auch hier, weil ich Unterstützer bin gegen die Zerschlagung der S-Bahn. Auch die Leute kämpfen darum, um ihre Arbeitsplätze zu erhalten, nach Möglichkeit zu diesen Tarifen, wie der EVG einerseits und der GDL andererseits auch bietet. Beides, muss man dazu sagen, bildet eine Einheit. Beide kämpfen für ihre Arbeiterrechte. Und Arbeiter sind die Leute, die die Wirtschaft am Laufen halten. Und die Wirtschaft am Laufen halten heißt unterm Strich auch Gewinne für Unternehmen zu erarbeiten, die sie selbst nicht bekommen. Und das Problem unterm Strich bedeutet Systemänderung. Das heißt, das Problem ist der Kapitalismus. Die CFM, das ist die Charité Facility Management, die ausgelagerte Tochter der Charité, an der Reinigungskräfte, Transportarbeiten gemacht werden und Sterilisation und Ähnliches stattfindet. Also eine Menge Arbeiten, die im Krankenhaus unerlässlich sind für den normalen Betrieb, aber die oft nicht wahrgenommen werden und die leider auch sehr schlecht bezahlt werden in dieser ausgelagerten Tochter. Ich finde es ein absolutes Unding, dass der Coronavirus als Vorwand genommen wird, den Streik hier zu verschieben, also de facto zu beenden und die Kollegen zu verunsichern. Ich finde, dass Arbeitskämpfe weitergeführt werden müssen und gerade im Gesundheitsbereich, wo es eben ja gerade jetzt darauf ankommt, dass alle verantwortungsbewusst tätig sind, muss das auch entsprechend gewürdigt werden. Also das ist nicht nur eine Frage von Wertschätzung, das ist auch eine Frage von Bezahlung, das ist eine Frage von Arbeitsbedingungen, die jetzt nicht durch zusätzlichen Stress oder gar Nacharbeiten von Fehlzeiten, Streikbedingten geprägt werden dürfen, sondern wo jetzt alle wirklich genau hingucken und ihre Arbeit gut machen sollen. Und wie ihr wisst, dass der Streik vom Bundesvorstand abgebrochen wurde, mit dem angeblichen Vorwand des Coronaviruses, dazu wurde vieles gesagt. Was wir aber auch sagen müssen, dass es diese Entscheidung auch nicht einfach so hingenommen wurde. Gestern, nachdem es bekannt wurde, dass diese Pläne existieren, haben die Kolleginnen sich zusammengesetzt und über 200 Menschen haben Unterschriften gesammelt, ihre Namen und Vornamen gesammelt und gesagt, dass sie das nicht akzeptieren, dass eben es die CFM und die Charité Geschäftsführungen sind, die das Leben der Patientinnen gefährden, dass sie weiter streiken wollen und dass sie sich gegen die Entscheidung des Bundesvorstandes stellen. Und genau die Kolleginnen und Kollegen, die das gemacht haben, heute müssen arbeiten, konnten auch leider nicht rauskommen. Und obwohl heute kein Streik stattfindet, möchten wir halt unsere Unterstützung mit den Leuten, die gerne weiter gestreikt hätten, eben zeigen und nochmal mobilisieren, auch für Sonntag, weil am Sonntag ist der 8. März, der internationale Frauenkampftag, wo wir einen Block gegen Outsourcing und Befristung und Prekarisierung eben machen und halt nochmal die Kolleginnen mobilisieren, da eben vorbeizukommen.